Hallo und ein herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Top Powers. So, ich habe in der letzten Review über dieser Villa habe ich gesprochen, dass es eine große Veränderung geben wird und die wollte ich in diesem Update-Video mal bekannt geben. Also, hier ein Tisch, genauer gesagt zwei Tische auf Rollbeinen, darunter ein kleineres Regal, wo die ganzen Anleitungen aufbewahrt werden. Das ist ganz schön viel. Es ist noch nicht mal alles. Ihr seht, da unten liegt noch eine ganze Menge. Aber ich wollte euch mal hier in mein Dorf einführen. Es heißt, Legoling ist noch nicht fertig, also noch lange nicht fertig. Aber die wichtigsten Sachen habe ich heute und gestern schon mal reingebaut. Erst gestern steht er und ich habe schon mal angefangen. Also, wie gesagt, es ist noch nicht ganz fertig. Aber ich fange schon mal an. So, hier haben wir die Bank. Jedenfalls die Rückseite, nämlich hier eine Bushaltestelle, eine Telefonzelle, die wird noch ein bisschen verbessert und hier die Müllcontainer. Die muss ich ja nicht weiter zeigen. Hier hätten wir einen Fahrradständer und hier so eine Art Mini-Platz. Und das ist der Marktplatz, der Platz der Geschichte. Hier gibt es viele nette Figuren. Zum Beispiel Piraten, Frankensteins Monster oder ein Mammut und eine Steinzeitfrau. Ein Kiosk, ein so Zeitungsstand, je nachdem. Den Baum. Davor hätten wir hier noch den Pizzatruck, eine Laterne. Und hier dann noch die Vorderseite der Bank. Daneben den Fahrradladen und das Café. Das zeige ich euch mal von der anderen Seite. Jetzt mache ich mal erstmal hier weiter. Hier hätten wir das blau-weiße Einfamilienhaus. Hier mit einem kleinen Garten. Oh, ein bisschen eng ist hier schon, ne? Und hier haben wir die Villa. Die muss ich jetzt nicht genauer zeigen, außer jetzt hier die Figur. Nichts Besonderes. Hier geht jetzt der Bauernhof weiter, aber erstmal hier der Satellitenfass von TV6. Na, sieht man jetzt nicht gut. Moment. Leider kann man es jetzt nicht so nicht besser machen, ist jetzt auch egal. So, hier hätten wir jetzt den Fördertruck. Da hinten ist auch das die Reiterin. Hier hätten wir schon den kleinen Wald, der hier angrenzt. Das Bauernhaus. Das Ferkelgehege und den Feldweg. Na, kann man jetzt leider nicht so gut erkennen. Der rote Traktor. Hier hätten wir Straße. Davon nicht irritieren lassen. Das kommt bald weg. Genauso wie hier. So, der Bus. Hier hätten wir, obwohl, kann ich eigentlich von der anderen Seite zeigen, genau. Die Bauzeit, also ich habe bisher so ungefähr, mal schätzen, wie lange ich dran gebaut? Ein paar Stunden jetzt schon. Aber dafür finde ich die Ergebnisse sind schon ganz gut. So. Mache erstmal hier weiter. Hier ist noch eine kleine Baustelle. Hier kommt nämlich das Meer, der Fluss oder auch der See. Eher Meer. Ob der Leuchtturm hier stehen bleibt, weiß ich nicht. Mal gucken. Hier sieht man schon eine Yacht. Hier kommt ein Deichchen, ungefähr bis hier, der das dann vorm Wasser schützen soll. Die Straße hier. Muss ich gucken. Sieht aber bisher so aus. Aber muss mir erst noch grüne Teile bestellen. Noch viele Sachen bestellen, außer unter anderem Straßenplatten und normale Platten und Häuser. Also viele Steine habe ich nicht. Apropos Häuser, da vorne wird jetzt das Lebensmittelgeschäft gebaut. Daran bin ich jetzt, ich habe noch nicht angefangen, das sieht eher, deswegen habe ich das erstmal so gelöst, damit das möglichst schick aussieht. Aber was ich heute gebaut habe, ist das neue Restaurant. Das habe ich ja in einem älteren Update-Video schon mal gezeigt. Jetzt mache ich es wirklich. Naja, also ich sag's mal so, es hat einen kleinen, also mehr Wert als vorher. Es ist komplett beige, außer von einer anderen Seite, nämlich von der. Ja, ihr seht, das ist dezent hohl. Das liegt aber daran, dass ich keine beigen Teile mehr hatte. Und der Tisch soll am Ende an die Wand geschoben werden. Deswegen, das fällt dann am Ende nicht mehr auf. Auf jeden Fall Restaurant. Hier schön mit den Tischen. Eine Schiebetür,
Also wenn ich die Figur mal weg tue, schiebe tue, das dürfte eigentlich funktionieren. Na, klemmt ein bisschen. Gott, oh Gott, oh Gott. So. Nette kleine Schiebetür. Hier hinten weiß ich noch nicht, was ich hinten mache. Auf jeden Fall irgendwas Gutes. Ja. So. Da hätten wir die Kirche. Die werde ich irgendwann noch mal öfter besser zeigen. Das ist noch nicht ganz so fertig. Bin also, ich sag mal so, ich bin noch nicht ganz zufrieden mit den Fenstern. Der Friedhof davor und ein kleiner Parkplatz. Wird alles noch hier, die dunklen grauen Stellen, werden alle noch mit hellgrauen Platten ausgelegt. Dahinter ist ein Parkplatz. Und da hätten wir die Feuerwehr mit dem TSF und dem Anhänger, Schlauchanhänger. Und da, wo über jetzt noch weiße Fläche ist, da kommen auf jeden Fall noch mindestens zwei Häuser hin. Oder drei. Jedenfalls, auf so mein Stand. Die Häuser werde ich mir noch selbst bauen oder kaufen. Von Kratom. Die alten Häuser, die kommen dabei am nächsten. So, da war ich eigentlich schon mit dem Update. Achso, ja, ich wollte euch noch einiges zeigen. So sieht das jetzt aus. Und wenn ich jetzt es irgendwie schaffe, jetzt mich hier rumzuquetschen, kann ich euch auch noch was zeigen, nämlich so. Ja, der Eingang vom Restaurant. So. Das ist jetzt ein spezielleres Video, weil normalerweise lade ich das ja nicht so hoch, dass ich drei Videos in der Woche mache. Aber das ist heute eine Ausnahme, weil das ja schon ein recht wichtiges Update ist. Das sage ich jetzt ganz offen. Das ist, finde ich, sehr wichtiges Update zu erwähnen. Ja, ich habe dafür die andere Passage zum Großteil abgerissen. Also habe sehr viel gekramt und nach Teilen gesucht. Da geht das schon. So, falls ihr Ideen habt, was da hinten in diese weiße Fläche noch kommen könnte, oder ob ich hier irgendwas anders machen soll, ob es jetzt da hier kein Mehr wäre, also mehr wird es auf jeden Fall. Ne? So, das nur jetzt mal kein Missverständnis. Wenn ihr Ideen habt oder Feedback oder ach, was weiß ich, irgendwas von mir wollt, dann schreibt es doch in die Kommentare. Ich werde jetzt hier weiterbauen. Das wird ein Fest. Also ich würde gerne weiterbauen, wenn ich Teil hätte. Also das Lebensmittelgeschäft, das wird so bald wie möglich angefangen. Wahrscheinlich wird das im nächsten Update-Video fertig sein. Na, obwohl, nee. Das kann nicht fertig werden, weil ich dann kein Dachpfannen mehr habe. Ja, zu schade. So, wir sehen uns mit dem beim nächsten Review wieder, wahrscheinlich. Ich kann es ja schon mal verraten. So, schönen Tag noch, egal wo ihr gerade seid. Und wie gesagt, macht einen schönen Tag draus. Bis dann, tschüss.